Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Audio Select, euer Kanal für High Fidelity und audiophilen Hörgenuss. Eingeladen seid ihr natürlich auch stets in den Audio Select Store in Dortmund, wo ihr all unsere Speaker, Verstärker oder Kopfhörer ausprobieren könnt. Und um letztere soll es in diesem Video heute gehen, um Kopfhörer. Allerdings eigentlich nicht um Kopfhörer an sich, sondern um Kopfhörerverstärker. Interessanterweise erleben wir es nämlich immer wieder, dass Zuschauer oder Kunden zwar Interesse an hochwertigen Kopfhörern zeigen, sich mit dem Thema Kopfhörerverstärker aber schwer tun. Sind die eigentlich wirklich nötig? Wozu braucht man die? Fragen, denen wir uns heute stellen wollen. Ganz klar, Verstärker für Lautsprecher sind für viele eine absolute Selbstverständlichkeit. Und Menschen, die sich für hochqualitativen Musikgenuss interessieren, wollen natürlich auch nicht am Verstärker sparen, eben weil sie sich der Wichtigkeit dieser Komponente bewusst sind. Das ist bei diesen Dingern hier oftmals ganz anders. Das ist ein mobiler Kopfhörerverstärker der Marke Cord und in diesem Fall der Hugo 2. Und obwohl der Hugo 2 als mobiler Kopfhörerverstärker oder DAC konzipiert wurde, performt er so gut, dass er auch zu Hause oft als HiFi-Anlage herhält. Also irgendwas muss ja dran sein an dieser Komponente. Aber von vorne, Lautsprecherkabel, Frequenzweiche und Lautsprecherchassis bilden für den Endverstärker eine sogenannte komplexe Last. Diese setzt sich zusammen aus ohmschen, induktiven und kapazitiven Anteilen. Wir haben also nicht nur den Eingangs- und Ausgangspegel, sondern auch sich drehende Phasen. Komplexität trifft es hier eigentlich ganz gut. Grundsätzlich treffen wir bei Kopfhörern auf völlig andere Widerstände als bei Lautsprechern. Bei Lautsprechern muss der Verstärker stärker sein, je geringer der Widerstand des Lautsprechers ist. Hier haben wir es bekanntlich mit 4 oder 8 Ohm zu tun. Also das sind die Impedanzen, mit denen es Lautsprecherverstärker aufnehmen müssen. Das sieht bei Kopfhörern ganz anders aus. Hier haben die niederohmigsten Kopfhörer 32 Ohm und die stärksten Modelle bis zu 600 Ohm. Wenn wir hochohmige Kopfhörer jetzt an zu schwache Verstärker anschließen, dann kann es sein, dass sie gegebenenfalls viel zu leise sind und ihre Maximallautstärke gar nicht erreichen können. Gegebenenfalls, je nachdem, wo ihr die Dinger anschließt, kriegt ihr auch eigentlich gar nichts wirklich Wahrnehmbares ausgeworfen. Ein Beispiel dafür wäre ein alter MP3-Player oder vielleicht haben einige von euch auch noch ein Smartphone mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Auch hierhinter verbirgt sich ein Kopfhörerverstärker. Angepasst an die schwächeren Mainstream-Kopfhörer im wirklich sehr niederohmigen Bereich sind diese Verstärker aber natürlich auch sehr kostengünstig gehalten und nichts für audiophile Modelle. Umgekehrt würde euch bei einem hochohmigen Verstärker ein niederohmiger Kopfhörer buchstäblich um die Ohren fliegen, wenn ihr da auch nur ein bisschen aufdreht. Aber wieso dann überhaupt zu einem hochohmigen Kopfhörer greifen, wenn sie es einem am Ende abverlangen, zu einem externen Gerät zu greifen, also beispielsweise einem mobilen Kopfhörerverstärker? Denn je höher der Ohmwert ist, desto höher ist ja auch der Widerstand des Kopfhörers und je höher der Widerstand ist, desto stärker muss am Ende auch die Stromspannung sein, um den Kopfhörer anzutreiben, also um eine gleiche Lautstärke zu erzielen. Dementsprechend braucht es ja überhaupt erst externe Verstärker. Das Ganze hat etwas mit dem Dämpfungsfaktor zu tun. Also eure Membran, ob nun im Lautsprecher oder im Kopfhörer, der ja irgendwo auch einen Lautsprecher darstellt, erreicht einen Impuls. Dadurch wird die Membran in Schwingung versetzt. Endet der Impuls, beispielsweise wenn euer Track kurz zum Stehen kommt, dann kommt auch die Membran zum Stehen, also im besten Fall, denn meistens schwingt sie nach. So, und um das Ganze jetzt möglichst verständlich zu halten, kürzen wir es etwas ab. Je höher also die Ohmzahl eures Lautsprechers oder eures Kopfhörers ist, desto besser ist auch der Dämpfungsfaktor. Das bedeutet, ihr habt am Ende zum Beispiel ein etwas rauschärmeres Klangbild. Und damit ergeben sich im Prinzip zwei Zielgruppen für hochwertige Kopfhörer und Verstärker. Zum einen der audiophile Privat Kunde, der einfach aus dem Sound das Maximum an Leistung und Klarheit herausholen möchte. Und zum anderen eben die Musikindustrie oder Studios, die eben auf verlustfreien Sound und eben diese Klarheit angewiesen sind. Jetzt wollen wir aber mal einen Kopfhörerverstärker erleben und schauen uns auch mal ein Modell an von Cord Electronics und zwar den Mojo 2, der Nachfolger einer echten Legende, dem Mojo. Cord wurde genau wie ich im Jahr 1989 gegründet. Alle Cord-Verstärker wurden für fortschrittliche Hochfrequenz-Stromversorgungstechnologien entwickelt, die ursprünglich für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, in der Telekommunikation und in der Datenverarbeitung entwickelt wurden, wo Qualität und Leistung eben benötigt werden, jedoch in einem sehr platzsparenden Design. Und dieses Konzept zieht sich, wie man sieht, bis heute durch. Allerdings sicherte sich Cord Electronics die Erfahrung von Rob Watts, der sich seit Jahrzehnten eigentlich mit kaum was anderem beschäftigte als mit DA-Wandlern und das merkt man auch an der Qualität der Produkte. Zugegeben, die Verpackung lässt das jetzt nicht unbedingt vermuten. Hinter dieser weißen Pappschachtel erwartet man jetzt nicht unbedingt einen 500-Euro-Verstärker, die in Anbetracht seiner tatsächlichen Qualität jedoch wirklich fair sind. Verarbeitet ist er ebenfalls besonders hochwertig. Abgerundete Kanten, schwarzes Metallgehäuse,
Gehäuse und nicht mal so groß wie eine Zigarettenschachtel. Die halbtransparenten, kugelförmigen Tasten kennen wir schon vom Vorgänger. Eine ist nun für die Menüführung hinzugekommen. Ergänzt wird das Ganze durch einen doch recht unkonventionellen platzierten USB-C-Anschluss zur Datenübertragung. Darüber hinaus finden sich am Gerät zwei Mini-Klinkenanschlüsse, die es ermöglichen, den Musikgenuss zu teilen, ein optischer Anschluss und einmal Koax. Mit 185 Gramm wiegt der Mojo 2 über 20 Gramm weniger als mein iPhone 14 Pro und stört damit in keiner Tasche. Im Inneren findet ein Akku Platz, der euch durch ca. 8 Stunden Musikgenuss bringt. Trotzdem kann der Mojo 2 auch am Strom und damit dauerhaft betrieben werden. Der integrierte Desktop-Lademodus ist in der Lage, den Ladevorgang so weit zu optimieren, dass euer Akku geschont bleibt. Ein Display gibt es nicht, dazu gleich mehr. Gegenüber dem Vorgänger ist im Mojo 2 die Rechenleistung nun erhöht worden, sodass sie sich diesem Modell hier, dem Hugo 2, nähert. Laut Cord Electronics bedingt das eine nochmals optimierte und klanglich neutralere Wandlung mit exakteren digitalen Filterstufen und verbessertem Noise Shaping. Hinzu kommen auch zwei neue Einstellungsmöglichkeiten, ein Equalizer und Crossfeed. Die farbigen Tasten sind quasi der Display-Ersatz und führen einen durchs Menü und zeigen unterschiedliche Einstellungen. Für ein displayloses Gerät ist es im Übrigen ziemlich effizient geregelt und nebenbei auch ein optischer Augenschmaus. Das macht dann aber nur so lange Spaß, wie ihr auch nur einen Kopfhörer mit dem Verstärker betreibt. Kommen beispielsweise noch weitere von eurem Partner oder eurer Partnerin hinzu, dann wird das Ganze schnell fummelig, wenn man unterschiedliche Equalizer-Einstellungen treffen möchte. Denn für jeden neuen Kopfhörer müsst ihr diese Einstellung eben neu vornehmen und diese eben lediglich über die farblichen Buttons. Abgesehen davon weiß der Mojo 2 aber klanglich wirklich zu überzeugen. An einem MacBook Pro per USB-C angeschlossen wird der Klang in quasi jedem Aspekt besser. Feine Nuancen kommen stärker hinaus, es ergibt sich ein klar dynamischeres Klangbild und auch der Bass ist wirklich druckvoller. Erstaunlich, die Umwandlung der digitalen Datei, die erfolgt am Ende dann beinahe verlustfrei. Der Klang ist wirklich, ja, wie befreit, als hätte man so einen Nebel weggepustet. Es hört sich wirklich mit guten Kopfhörern mega an. Unterwegs macht der Mojo 2 dann aber erst richtig Spaß mit dem Poly. Dieses Streaming-Modul, was dann angesteckt wird, verwandelt den Cord Mojo in eine mobile Streaming-Anlage inklusive Bluetooth, AirPlay, WLAN und Hi-Res-Audio-Wiedergabe von SD-Karte. Im Grunde wird der Mojo dadurch zu einer eigenen kleinen Musikanlage und wird auch von vielen Kunden genau dafür eingesetzt. Also vielleicht wird jetzt einfach nochmal klar, wie hoch die Ingenieursleistung sein muss, um so viel Technik in ein so kompaktes Gerät zu kriegen. Im Zug, Flugzeug oder im Hotel lassen sich eigentlich kaum bessere Verstärker in dieser Größe mitnehmen als den Mojo 2. Wessen Fokus nicht auf der Mobilität liegt und einfach noch mehr aus einem so kleinen Kopfhörerverstärker und DAC herausholen möchte, wird mit dem 356 Gramm schweren Hugo 2 wohl noch besser beraten sein. Das beinahe viermal so teure Gerät bietet dann aber nicht nur im Funktionsumfang etwas mehr. Die vorhin sehr hochohmigen Kopfhörer, wie beispielsweise mit 600 Ohm, sind für den Hugo 2 dann überhaupt kein Problem mehr. Da kommt ihr dann auch wirklich easy an die Maximallautstärke heran. Grundsätzlich kommt der Hugo 2 mit seiner niedrigen Ausgangsimpedanz von 0,025 Ohm mit so ziemlich jedem dynamischen oder magnetostatischen Kopfhörer klar, den Audio Select im Angebot hat. Und genauso wie der Mojo 2 kommt natürlich auch der Hugo 2 nicht mit einem Chip von der Stange daher, sondern mit einer von Cord Mastermind Rob Watts entwickelter Chiptechnik. Auch der Hugo 2 verzichtet wohl aus Energieeffizienzgründen auf ein Display und setzt ebenfalls auf die kleineren Leuchtkugeln. Die unterschiedlichen Farben zeigen beispielsweise den Input, Samplingfrequenz, Ladezustand oder auch die Lautstärke an. Am Ende ist es eigentlich ein ganz cleveres und auch cooles Feature. Man muss sich halt einfach schlichtweg dran gewöhnen und sich die Farben einprägen. Die Regelungen funktionieren hier aber wirklich stufenlos, was Cord ein wirklich dickes Plus einfährt und ein echter Vorteil gegenüber Load-Sensing-Regelungen darstellt. Ein Unterschied zum Mojo 2 sind auch die Kopfhörerausgänge. Bietet der Mojo 2 2x3,5 mm Klinke, hat der Hugo 2 einen 3,5 mm und 6,35 mm Anschluss im Angebot und ist in der Kopfhörerauswahl so auch ohne Adapter flexibler. Am Ende möchten wir euch vor allem bei solchen Produkten empfehlen, die mal wirklich vor Ort, gerne auch bei Audio Select in Dortmund auszuprobieren, dann auch in Kombination mit den Kopfhörern. Das macht hier absolut Sinn und sollte nicht einfach blind gekauft werden.
In der Theorie habt ihr wahrscheinlich nun auch einen groben Überblick erhalten, wie solche mobilen Verstärker funktionieren und weshalb sie essentiell zur Musikwiedergabe mit Kopfhörern sind. Versprechen können wir euch, dass ihr mit einem Kauf dieser Geräte für viele Jahre somit das Beste bekommt, was audiophiler Musikgenuss benötigt. Das klappt nicht nur mit einem Hugo 2, sondern auch mit dem noch erschwinglicheren Mojo 2, der ebenfalls eine breite Palette an hochwertigen Kopfhörern abdeckt. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare, wir versuchen sie zeitnah zu beantworten und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin macht's gut, abonniert den Kanal und tschüss.